Hallo meine geliebten Jünger des Widerstandssports. Heute geht es um einen Kommentar, den ich von euch gelesen habe. Und den habe ich direkt mal aufgegriffen. Und zwar die Frage nach Drag Curls. Ob Drag Curls ebenfalls gut sind für den Bizeps und eine richtig gute Technik für den Bizeps. Und wie bei vielen Techniken muss ich hier ein wenig in die Tiefe gehen, denn die Antwort, die direkte wäre, jein. Ist es gut, ist es nicht gut. Jede Technik, jede spezielle Technik und jedes Trainingssystem. In einigen Videos habe ich schon erwähnt, wie bei Trainingssystemen eben auch, ist es so, dass man sich immer einen Teil davon abgucken kann und lernen kann. Ja, wir benutzen unser Gehirn so möglichst für alles und nicht einfach nur das stur nachmachen und rausfinden, ob es besser ist als die anderen und die anderen sind dann direkt schlecht. Denn das Bessere und das Schlechtere ist eben relativ. Und dazwischen gibt es eine ganze Menge Freiraum. Vor allem Freiraum, um kreativ zu sein und uns Dinge abzugucken. Finden wir einen tollen Aspekt an einem System oder an einer Übung, dann können wir den natürlich auch variieren und übertragen. Genauso haben es die Leute vor euch gemacht, die solche Begriffe wie SZ-Curls, Drag-Curls, Kniebeugen, Hackenschmidt, sonst irgendetwas ins Leben gerufen haben. Irgendwann hat sich der erste an sowas hier geschwungen und hat es dann Larry Scott, Scott Curls genannt. Und genau so dürfen wir das auch weiterhin machen und davon lebt der Sport. Jetzt geht es also um Drag Curls. Erst einmal zur Begriffserklärung, was sind Drag Curls? Drag Curls, wenn man die mit der SZ-Ausführung macht, fokussieren sich vor allem auf die Ellbogenhaltung. Achtet mal darauf, reguläre Bizeps Curls werdet ihr im Fitnessstudio meistens so sehen. Die Ellbogen gehen ziemlich weit nach vorne. Umso schwerer das Gewicht wird, desto weiter gehen die Leute mit den Ellbogen nach vorne. Wenn ihr aber extrem an der Seite bleibt und die Ellbogen fixiert und nur der Unterarm geht nach oben, beziehungsweise ihr geht sogar ein wenig nach hinten, um den Effekt auch noch zu verstärken, dann habt ihr den Drag Curl. Also, das wäre die Übung, dass man SZ-Curls so ausführt. Ihr seht, der Ellbogen geht sogar eher nach hinten. Ansonsten zumindest bleibt er an der Seite und nur der Unterarm hebt sich. Das würde ich nicht als eine spezielle Technik bezeichnen, sondern schon so ziemlich als die richtige Technik. Denn sobald wir mit den Ellbogen nach vorne gehen, benutzen wir nicht mehr nur den Bizeps, sondern helfen uns, um die Schwerkraft ein wenig zu überwinden mit dem vorderen Delta aus. Das hat nichts mehr mit dem Bizeps zu tun. Das heißt, das, was ich als sauberes Training, als saubere SZ-Curls bezeichnen würde, Achtung, damit sage ich nicht sauber ist gut und nur einzig gut, das sind eben diese Drag-Curls. Was können wir uns jetzt davon abgucken? Sollte man das nur so machen? Muss gar nicht sein. Ich habe schon ein Video gemacht zum Abfälschen für den Bizeps und das ist natürlich ganz wichtig. Würden wir die Übung jetzt nur so bis zum Schluss machen, könnten wir vielleicht gar nicht so viel rausziehen. Aber tatsächlich aktiviert sie den Bizeps unheimlich gut. Und diese Technik, die Erkenntnis aus den Drag Curls, wo ich meine Ellbogen halten soll, habe ich so ziemlich auf jede einzelne Bizepsübung übertragen. Vor allem eben jene, wo euer Oberarm und der Ellbogen neben dem Körper oder hinter dem Körper sind. Ansonsten, wenn ihr natürlich die vor dem Körper habt, dann hat sich das sowieso erledigt wie bei Scott Curls oder wenn ihr auch irgendwo vorgebeugte Curls macht. Da zählt das dann natürlich weniger. Das heißt, selbst mit Kurzhanteln ist das natürlich eine Technik, die ihr ebenfalls machen könnt. Egal wie, das wäre dann eben dieser Anteil, das, was ihr daraus lernen könnt. Und ja, der Pump ist enorm und das Bizepsgefühl ist sehr stark und abfälschen tut man dadurch nur noch sehr wenig. Insofern, hier ist die Antwort. Drag Curls, ja. Macht es, nutzt diese Technik, fügt sie mit in euer Bizeps-Training ein, aber nicht durchgehend. Das heißt, ganz zum Schluss dürft ihr auch wieder nach vorne gehen, weil dann holt ihr einfach noch mehr aus der Übung raus. Und es kommt natürlich darauf an, was ihr gerade macht. So viel zu den Drag Curls. Wem das Video gefallen hat und das ein bisschen was gebracht hat, zeigt es mir an, lasst einen Daumen da. Ansonsten abonniert den Kanal und schaut euch auch die anderen Videos an. Und es gibt Neuigkeiten von meinem Kanal. Und zwar hat sich jemand gemeldet, und zwar die Protein Arena. Und diese sponsert mich jetzt zumindest mit Supplements. Hier das Angebot von mir. Schaut euch mal darauf um. Ihr kriegt einen 15%igen Rabatt auf alles, was ihr dort bestellt, wenn ihr den unten stehenden Code eingibt. Ein Code, an dem ich übrigens tatsächlich nichts verdiene. Das heißt, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr natürlich trotzdem daher beziehen, weil solche Anfragen natürlich ganz gut für mich und den Kanal sind. Aber ansonsten gibt es für mich kaum Vorteile. Für euch gibt es die Vorteile und ich lege noch einen Vorteil drauf.
Dieser Shop hat eine so große Bandbreite an Produkten. Wer sich da nicht zurechtfindet und ganz gerne mal eine Beratung haben möchte, was bringt denn jetzt was, was ist denn besser? Oder wer generell auch mal ein Video dazu haben möchte, zu bestimmten Sachen, der beste Booster oder sonst was, schreibt es mir in die Kommentare oder schreibt mich direkt an und ich gebe euch gerne einen kleinen Ratschlag, was für euer Budget vielleicht oder für das, was ihr vorhabt, dort das Beste ist, um euch eine Orientierung zu geben. Also, das war's von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.